koche heute für Sie ein französisches Gericht. Und zwar geschmorte Kaninchen mit Berglinsen, Schmorkartoffeln und frisches Gemüse. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir haben hier ein frisches Kaninchen. Das ist jetzt seit 3 Tagen eingelegt in Rotwein. Deswegen auch diese Farbe. Wichtig, Kaninchen hat keinen großen Eigengeschmack. Deswegen wichtig, vorneweg einreiben mit Knoblauch, Thymian, Rosmarin dazugeben und ruhig 3 Tage im Sud liegen lassen. Den Sud haben wir dann aufgefangen und nehmen wir dann zum Ablöschen, wenn das Kaninchen angebraten ist. Wir fangen erstmal damit an, unser Gemüse zu schneiden. Dann nehmen wir geschälte Möhren, schneiden da, in Frankreich heißt das eine Mirepoix, das ist so eine Schnittart. In der Zwischenzeit können Sie den Topf schon mal aufstellen und warm werden lassen. Wir müssen ja erstmal das Kaninchen anbraten, dann wird er rausnehmen aus dem Topf und danach die Berglinsen dann drin anschwitzen. So, dazu nehmen Sie einen Schmortopf, etwas Olivenöl dazu geben. Topf warm werden lassen, nicht allzu warm, nicht, dass das Öl verbrennt. Da geben wir unsere Kaninchenteile rein, braten das scharf an. Dann ist auch schon mit Salz und Pfeffer würzen. Wir lassen das Kaninchen jetzt ca. 5 bis 7 Minuten auf beide Seiten anbraten. Nehmen es raus. Ja, lecker. Löschen das ab mit Rotwein. Geben unser Gemüse dazu. Die geschälte Schalotten, die lassen wir im Ganzen. Legen die dazu. Das ist ein wunderbares Gemüse, das kann man dann, wenn das geschmort ist, wunderbar mitessen. Geben Tomatenmark dazu. Geben unsere Berglinsen dazu. Und das schwenken wir jetzt an. Lassen es komplett einreduzieren. Und zum Ablöschen nehmen wir nochmal den Fond, wo das Kaninchen drin lag. Das Kaninchen habe ich aus dem Fond rausgenommen und habe das durch ein Sieb passiert. Das heißt, hier haben wir jetzt den ganzen Geschmack vom Kaninchen in dem Sud hier drin. Das nehmen wir dann nochmal, um das abzulöschen, und legen das Kaninchen drauf, machen einen Deckel drauf und lassen es für eine Dreiviertelstunde lang auf mittlerer Hitze schmoren. Ja? So, wir haben unser Fond jetzt einkochen lassen. Dazu nehmen wir noch eine Zitrone, und zwar nehmen wir hier den Abrieb der Schale. Es gibt etwas Frische. Und dann legen wir unser Kaninchen wieder rein. Löschen das ab mit unserem Sud, was wir hatten, das Kaninchen drin lag. Und da können Sie ganz entspannt einen Deckel drauf tun und ca. für eine Dreiviertelstunde lang auf mittlerer Hitze schmoren lassen. So. Das ist jetzt seit einer Dreiviertelstunde im Topf. Die Berglinsen sind gar, das Kaninchen ist gar, das erkennen Sie auch. Wenn Sie eine Fleischgabel nehmen, können Sie ins Fleisch reinstechen, und wenn sich das Fleisch von der Gabel löst, ist es soweit gar. Schauen wir mal in den Topf hinein. Fleisch ist gar, die Linsen sind geschmort, die Schalotten sind gar. Jetzt richten wir an. Brauchen Sie nur die Linsen mitten auf den Teller legen. Mit dem Gemüse, das Kaninchen. Zum Schluss napieren wir noch unser Kaninchen mit etwas Schmorfond. So, unser Gericht ist jetzt vollendet, und zwar haben wir für Sie heute zubereitet ein geschmortes Kaninchen in Rotwein eingelegt mit Berglinsen, Schalotten, und viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.